Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Skyrim. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Stab des Magnus und wir sind an der gleichen Stelle wie am Ende der letzten Folge. Wir machen einfach mal weiter. So, hier unten haben wir ein Wort. Ein Drachenwort. Ein Schrei. Oh, das war so dumm. Das war so dumm, dass es... Der hat mich jetzt nicht wirklich gedacht. Das ist jetzt nicht sehr sein Ernst, oder? Dass er mich jetzt entwaffnet hat. Druckwelle. Gib bloß sterben. Oh, Hundi. Au. Ach, das war meine eigene Dummheit, dass ich damals so blöde war. Bluträuber habe ich schon. Zeit verlangsamen. Hm? Oh, hier kann man sich bestimmt schön auf den Thron setzen. Nö, ich kann es gerade nicht. Naja. Donald, nicht? Hauptsache, ich habe meinen Bogen wiederbekommen. Der Spacko konnte entwaffnen. Das war echt nicht nett. Oh, er hat wieder jegliche Magika entzogen bekommen. Eben erzbar. Ist klar, Freunde. Amulett von Mara. Not bad. Muss noch mal ein paar mehr. Dort bleiben und mit ihr zusammen sterben? Sie wollte nicht weitergehen. Wir hatten keine Wahl. Einverstanden. Wir bleiben alle zusammen. Du bist als einziger noch übrig, Sabos. Einziger bist du noch übrig. Ah ne, da sind zwei. Das kann ich jetzt hier. Ja, jetzt bist du nämlich frei. Morokai. Ja. Mist. Mist. Jawohl. Nein! Daneben. Da wieder daneben. Hast mich nämlich noch nicht gefunden. Blöder Lump. Jetzt kommst du runter, ne? Morokai. Ich hab dich besiegt, Morokai. Trottel. Voll Spacken. 1000 Pfeile nehmen. Stab des Magnus. Ja, wollo. Und Morokai. Magika regeneriert sich 100% schneller. Das ist eine der Masken aus der letzten Folge, die ich da gesagt hatte. Von diesen Drachenpriestern. Wir damit zurückbringen können, wo wir die Felsmaske her haben. Sehr schön, muss ich dazu sagen. Finde ich gut. Geil.
geisterhafte Überreste. Nehmen wir doch mit. Alles klar. Da kommen wir doch noch mit. Ah, kann ich auch von hier. So, nichts Gescheites drin. Ne? Na gut. Haben wir denn hier auf der Seite noch was Interessantes? Vielleicht ein paar Pfeile, die ich verschossen habe, finde ich wieder oder so. Oh, leider nicht. Aber ein bisschen Gold schadet ja auch nicht. So. Dann wollen wir mal hier hochgehen. Hier stand nämlich der andere mit seinen geisterhaften Überresten. Und ich hoffe, da ist jetzt nicht irgendein Schwachsinn drin. Was so viel wiegt. Wo wir wieder aussortieren müssen. Zauberbuch, verbesserter Schutz. War nicht wirklich was Gutes drin, ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Aber, auch sind wir auch noch nicht raus, da kann er. Es tut mir leid, meine Freunde. Es tut mir so leid. Ich hatte keine Wahl. Es war die einzige Möglichkeit, sicherzustellen, dass dieses Monster niemals entkommt. Ich verspreche euch, so etwas lasse ich nicht noch einmal geschehen. Ich werde diesen gesamten Ort abriegeln. Okay. Er war kein Schlechter. Er hat halt, naja, in gewisser Weise hat er seine Freunde geopfert, um Morokai nicht auf die Welt loszulassen. Was ja eigentlich schon mal gar nicht so schlecht ist, weil Morokai, der könnte da schon mal ordentlich zuhauen, ne? Nach dem Motto. Wer bist du? Hey! Ihr habt es also lebend dort hinaus geschafft. Ankarno hatte recht. Aha. Ihr seid gefährlich. Ich fürchte, ich muss euch diesen Stab jetzt abnehmen. Ankarno möchte, dass er sicher verwahrt wird. Mhm. Ach ja, und er wünscht euren Tod. Ah. Nichts Persönliches. Mhm. Geht mir aus dem Weg. Seid nicht töricht. Ihr habt keine Chance. Ihr hättet nie herkommen. Estorno, du hast keine Chance, du weißt du, ne? Er sollte sich nicht mit mir anlegen. Sollte er wirklich nicht tun. Ups. Aber wusste er ja bestimmt vorher nicht, wie mächtig ich bin. Naja. Wer nicht hören will, der muss eben fühlen. Talmor Robe mit Kapuze. Talmor-Klamotten. Hatte ich noch nicht. Nehme ich mit. Klingt ja halt so ein bisschen neckelig hier. Weißt du was? Komm mal mit. Du hättest das gleiche wahrscheinlich mit mir gemacht. Na, da bleib halt so liegen. Ist mir auch egal. Wollt ihr da so richtig schön hinsetzen, so, weißt du, als ob er da, was weiß ich, verhungert wäre oder so, weil er nicht wieder rauskam. Aber er wollte einfach nicht sich anders hinlegen lassen. Sein eigenes Pech. Himmelsrand. Wo kommen wir raus? Irgendwo oberhalb von Labyrinthion. Was bist du für einer? Kleiner Eistroll. Au! Die stoch ein bisschen von einer höheren Plattform gesprungen, wie es eigentlich geplant hatte. Hat nämlich gar nicht so hoch ausgesehen. Okay. Aber wir können uns auf den Rücken. Ich trage zu viel, ich kann nicht rennen. Äh,
dürfte reichen, oder? Eins reicht, um mich wieder schnell bewegen zu können. Dann werden wir jetzt mal, bevor wir da noch irgendwas anderes kriegen und wir das wieder nicht ablegen können, einmal nach Weißlauf reisen. Unser Inventar entleeren. Lag ja auch am Drachen, dass das jetzt so viel wurde. Einmal Knochenmehl habe ich halt da gelassen. Und dann können wir weiter nach Winterfeste durchstarten. Das dauert jetzt halt ein bisschen. Aber ich eile mich. Ups. Dass wir das alles nach Möglichkeit recht schnell aus meinem Inventar entfernt bekommen. Sehr gut. Das habe ich schon mal. Das kann ich wann anders mal machen. Die ganzen Zaubertränke, so viel habe ich ja, glaube ich, nicht gefunden. Das hier ist noch ganz wichtig. Wir haben Drachenknochen. Ebenerzbarren. Erz haben wir auch. Okay. Malachiterz. Und das war's an Erzen schon mal. Habe ich da einen Amethyst reingesteckt? Warum steckt denn hier Amethysten drin? Ich trottel. Hier kommen doch nur Seelensteine rein, Freunde. Was für ein Fauxpas. Günstiger und günstiger. Perfekt. Dann haben wir hier Waffen, die hier reinkommen. Bluträuber zum einen. Gewetzte alter Nordzweihänder der sengenden Hitze. Herzräuber. Der Stab des Magnus nicht. Den brauchen wir noch. Und den Zauberräuber. Sowie den Traugerhelm der Unverbrannten. Den Ebenerzschild. Die Holzmaske und Morokai nicht. Die machen wir nämlich hier rein, wo wir auch schon Krosis drin haben. Und jetzt noch ein bisschen hier rein, nämlich das Amulett von Mara. Und das hier und hier noch ein bisschen die Edelsteine. Dann sind wir hier gleich schon durch. Und das war's schon. Wir können weiter. Ja, 3 Minuten hat das jetzt gedauert. Das ist, glaube ich, ganz okay. Und wir müssen nach Winterfeste. Kehre zu Tolfdir zurück. Das werden wir jetzt als erstes erledigen. F. Einige Leute wollen Psychic-Mönche im Himmelsrand gesehen haben. Ja, Psychic. Sieht man das hier noch? Ne, die geisterhaften Überreste sind auch weg hier. Hier lagen überall geisterhafte Überreste von diesen komischen. Wow, da oben explodiert das. Warum kann ich hier nicht drüber springen? Komme ich jetzt überhaupt hier durch? Das breitet sich ja immer weiter aus. Da, geisterhafte Überreste. Da war noch einer. Ihr habt überlebt. Ja. Dann habt ihr das Ding also. Ja. Hoffen wir, dass dieses Ding so mächtig ist, wie die Seejigs glauben. Wo ist Mirabelle? Sie hat es nicht geschafft. Oh nein. Als sich herausstellte, dass wir zurückfallen mussten, blieb sie zurück und vergewisserte sich, dass es allen anderen gut geht. Okay. Los, rein da. Ich bin direkt hinter euch. Da! Magische Anomalie! Das war das vorhin. Und mal. Oh, reden. Okay, mit Hilfe des Stabs des Magnus. Okay. Objekte. Waffen. Witzig ist, Stab des Magnus kann man auch so noch weiter im Spiel finden. Das ist
nicht der Einzige. Wie kannst du der Dritte sein? Ich hoffe, ihr habt noch einen Abschluss. Ja, ja. Ich hab doch den. Warum tut denn niemand etwas? Ja, ich bin doch dabei, Mensch. Warum tut denn niemand etwas? Ja, bezwinge einen Kano. Und ihr glaubt, etwas dagegen tun zu können? Zauber haben keine Wirkung. Okay, Zauber haben keine Wirkung, hat er gerade gesagt. Oh nein. Objekte, Waffen, weil ich ihn zwischendurch verloren habe, muss ich wieder hinzufügen. Jämmerlichen magischen Versuchen. Ihr könnt ihr nicht anhaben. Tatsache, dass auch das nicht. Den Stab auf das Auge. Okay. Genug! Ihr geht noch nicht auf. Nun gut. Dann komm. Seht, ob du jetzt in der Lage bist. Woher seid ihr gekommen? Okay. Aber dann darf ich auch jetzt wieder den Vulkanglasbogen in die Hand nehmen, oder? Mann, der war daneben. Ankano, du bist genauso schwach wie dein komischer Freund. Nein, Teufeltier. Oh nein. Teufeltier tot. Nein. Was? Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Ankano ist fort. Aber was immer er mit dem Auge getan hat, dauert offenbar noch an. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Sprich mit Quarania. Wer ist Quarania? Du? Wir wussten, dass ihr Erfolg haben würdet. Mhm. Euer Sieg hier rechtfertigt unseren Glauben an euch. Ihr habt euch mehr als würdig erwiesen, die Akademie von Winterfeste zu leiten. Ja, wo wusstet ihr, dass ich Ankano besiegen würde? Wir können vieles sehen, was euch verborgen bleibt. Wir haben schon lange daran geglaubt, dass ihr siegen würdet. Was machen wir jetzt? Das Auge ist instabil geworden. Es kann nicht hier bleiben, sonst könnte es eure Akademie und diese Welt zerstören. Es muss gesichert werden. Ankanos Handlungen beweisen, dass die Welt für ein solches Ding noch nicht bereit ist. Wir werden es sichern. Zunächst. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, eure Akademie weiterzuführen und euer Leben weiterzuleben. Unser Dank gebührt euch, Erzmagier. Ja, ich bin der Erzmagier. Bin ich jetzt fertig hier oder was? Psychix? Jetzt? Hier? Was ist Taros Name? Es ist weg. Ihr habt der Welt... Ihr habt es geschafft. Die Akademie ist dank euch wieder sicher. Ja. Ich wusste, dass ihr das Zeug dazu hattet. Ich wage zu behaupten, dass die Seijix recht haben. Meiner Meinung nach hat es niemand mehr verdient, Erzmagier zu werden. Hier, betrachtet diese als euer Eigentum. Und ebenso die Wohnräume des Erzmagiers. Wenn ihr einen Rat braucht, findet ihr mich hier. Alles klar. Danke. Gut. Dann bin ich ja jetzt Erzmagier und hab das geschafft. Dann kümmern wir uns erstmal wieder um was hier bei Verschiedenes. Finde das Schwert des Roten Adlers. So, das machen wir doch mal eben, oder? Klingt gut. Bin ich die komischen... Magier endlich los. Sozusagen. Okay. Klippenhöhle. Von da aus gehen wir dann darüber. Könnte ich ja schon ein bisschen Glück haben. Ah, das ist jetzt die Höhle, das weiß ich. Ich wollte nur die Zutat mitnehmen. Da drüben kann ich doch bestimmt drüber.
Eisenerz. Es tut mir leid, aber das muss sein. Eisenerz und Eisenbarren, die brauchen wir ganz, ganz viel beim Bau des Hauses. Wenn ich da richtig noch was in Erinnerung habe. Da brauchen wir einige von. Ja, ja, hier, Schlammkrabbe. Mach die ab. Ja, so. Noch ein Schlammkrabbe. Da hinten, was ist das? Ist das ein Dorf? Oder ist das eine Festung? Ich kann es nicht so recht zuordnen, was das jetzt ist. Sieht mir eher aus wie ein Dorf voller Abgeschworener. Da gehen wir irgendwann anders mal hin oder so. Da brauche ich nicht jetzt hingehen. Wie finde ich Schwert des Adlers? Das müssen wir jetzt machen. Soll hier irgendwo sein? Nein. Bleib mal stehen. Nein. Hier ist keiner. Komische Geräusche, der von sich gegeben hat. Im ersten ist er noch rausgewichen. Im zweiten konnte er nicht mehr. Boah, jetzt. Nein. Ernsthaft. Objekte. Sonstiges. Laterne. Tschüss. Möchte ich nicht haben. Und rein da. So, wollen wir doch mal sehen. Was gibt es hier unten Schönes? Außer wahrscheinlich Abgeschworene ohne Ende. Was ist da hier? Da war ein Abgeschworener. Wie geil. Geldbeutel. Wäre nichts sagen, ne? Aber Eisenerz. Das muss ich mitnehmen. Es tut mir sehr leid, Freunde. Naja. Ich dachte, das wäre hier so wie, wenn man so ein Banditenlager den Anführer töten soll und dann das Kopfgeld kriegt, dass das hier mit dem Schwert auch nicht so lange gut aus. Der hat mich ein bisschen überrascht hier, der Speer. Ja. Ich glaube, ich habe sie noch ein bisschen mehr überrascht. Was Adept. Okay, Quecksilberbarren. Cool. War genug dabei für mich. Sehr schön. Na, wer bist du denn da oben? Wer warst du denn da oben? Komm, ich will dich genauer sehen. Oh mein Gott! Eberschwanz! Na komm. Das ist ein geiler Schrei. Ein geiler Schrei, mein Freund. Wird abgeschworen. Und ist das eigentlich ein Traugerverlies oder was ist da los? Aber sehr schön
schöne viele abgeschworenen Pfeile bekommt. Ich die wahrscheinlich nicht so oft benutzen werde, weil man davon... Man bekommt schon viele, wenn man in abgeschworenen Verliesen umherläuft, aber dazu muss ich ganz ehrlich sagen, man läuft nicht so oft durch abgeschworenen Verliese. Demnach verwendet man nicht so oft abgeschworenen Pfeile. Naja. Ist halt so. Daran geht die Welt auch nicht zugrunde. Aber das mit den alten Nordpfeilen, das finde ich schon mal ganz gut, dass ich davon so viele habe, dass ich die jetzt benutzen kann. Im Gegensatz zu den anderen. Ach so. Was für Gegner haben wir denn hier oben? Denn? Oh, eine Schatzkiste. Adept. Sehr schön. Was hast du so Schönes dabei? Pfeile. Immer her damit. Was wartet hier oben auf uns? Was war das? Ist da jemand? Nein, hier ist keiner. Warum kamen die so auf mich zugerannt, Freunde? Verstehe ich nicht so ganz. Von wem wurde ich... Was macht das denn da oben? Kleiner Sausack. Ihr seid so gut wie tot. Dass hier aber auch so viele rumlaufen. Kann man ja gar nicht mal eine Runde verschnaufen. Die noch mehr... Hier sind bestimmt ganz viele, aber... Die Etage waren ja wahrlich schon genug. Ist da jemand? Wo ist denn noch einer? Da. Ja, du bleibst am besten auch einfach liegen. Warum steht ihr eigentlich auf? Es wäre viel, viel einfacher für euch, einfach nur liegen zu bleiben, wisst ihr? Dann habt ihr nämlich den ganzen Stress damit gar nicht, dass ich euch sowieso töte. Wisst ihr? Giftrezept. Gesundheit senken? Ja, cool. Nur dann denken, dass ich das habe. Nächstes Mal. Inventar aussortieren. Okay. Da hat mich jemand gesehen. Das habe ich gesehen, dass mich jemand gesehen hat. Aber das ist egal. Gespaltene Türme entdeckt. Wer hat mich denn jetzt noch gesehen? Er hat es. Dornherz der Abgeschworenen. Ja, das Dornherz der Abgeschworenen wird bessere Pfeile haben. Ja, bringt dir aber auch nichts, wenn du mich nämlich nichts triffst, Freund. Gute Adlerritual. Nehme ich. Zorn des roten Adlers. Dornherz. Schlüssel zum Rotadlertum. Oder so. Ähnlich.
Und noch eine große Kiste. Elfenpfeile, cool. Und ansonsten steht hier noch mal nichts Interessantes. Oder nichts Großes. Hier gehen wir nochmal rein. Hier haben wir ja jetzt als Schlüssel. Gucken nur nach, ob hier irgendwas Interessantes zu finden ist. Wenn nicht, dann sind wir auch schon bald wieder weg. Oh. Zum einen kann man hier die Zugbrücke runter machen. Nehmen wir doch ganz klar mit. Hier ist nur ein Aussichtspunkt, sozusagen. Hier drüben kann ich jetzt noch rein. Hier ist noch eine Truhe, Novize. Gar kein Thema. 14 Gold. Hier ist überhaupt nichts oben. Gucken wir nochmal, weil es hier auch nach unten geht. Nochmal von unten. Ah, hier kann man einen Riegel entfernen. Sonst gar nicht hier reinkommt. Wo ist das denn? Mhm. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, wir haben es mal wieder für die heutige Folge geschafft. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn ja. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt. Oder andere Projekte auf diesem Kanal. Und ich würde einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao!